Das Jahr des Heiles oder noch genauer gesagt das Jahr des Herrn 2017. Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, man macht da so seine Beobachtungen, die ich gerne heute Morgen mit Ihnen teilen will. Eine erste. Bis in unseren Religionsunterricht hinein lernen die Kinder und Jugendlichen, dass wir das nicht so ernst nehmen müssen mit diesen Weihnachtserzählungen. Das sind Kindheitsgeschichten, das sind irgendwie so Märchen, die man ins Neue Testament geschrieben hat, wo irgendetwas bewahrt wird von diesem Jesus von Nazareth. Aber lange nicht so, wie wir es eben im Evangelium hörten. Die Hirten rühmten und priesen Gott, weil alles genau so war, wie sie es von den Engeln gehört hatten. Wenn Sie sich vielleicht kurz an die letzte Nacht erinnern, da haben Sie hoffentlich ein bisschen gefeiert oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber das ist kein Märchen, oder? Dass der Kalender sich ändert, dass wir aufgrund einer schlichten Änderung, die von Menschen gemacht ist, von einem Datum aufs nächste, gestern Abend wurde es dunkel, heute Morgen war es gefroren und es wurde wieder hell. Das ist eine rein menschliche Erfindung. Das ist das Märchen schlechthin. Und jetzt schauen Sie sich einmal an, was wir zu diesem Märchen veranstalten. Unglaublich. Heute Nacht war die Kirche geradezu in einem Belagerungszustand. Vor lauter Müll und explodierenden Dingern konnten wir überhaupt nicht aus der Kirche raus, als wir hier gebetet hatten. So viel zum Märchen. Hier gibt es ein Missverhältnis, liebe Schwestern und Brüder. Das ist die erste Beobachtung, die ich teilen möchte. Wir erklären das, was mit Jesus geschehen ist, das, was wir eigentlich an Weihnachten feiern, zu einem Märchen, auch im Religionsunterricht. Und feiern dann unsere eigenen Märchen, die wir selber erfunden haben, die wir dann als die wahre Realität ausgeben. Hier stimmt etwas nicht. Zweite Beobachtung, die nicht weniger kritisch ist, ich warne Sie schon vor. Wenn man die Weihnachtsgeschichten so hört, die Kindheitsevangelien, mich hat schon immer erstaunt, dass es da nichts zu essen gibt. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Also die Hirten, also wenn Sie wirklich ins Evangelium schauen, nicht im Krippenspiel, wo die alles Mögliche bringen, sondern wirklich, was im Evangelium steht. Die Hirten kommen und bringen nur eine Botschaft. Na, bitteschön, da sitzen zwei arme Leute, die in einer Grotte untergekommen sind, die Frau hat gerade ein Kind gekriegt, dann kommen die mit einer Botschaft. Jetzt stellen Sie sich das mal vor, Sie sind in einer vergleichbaren Situation, da würden Sie sagen, na, eure Botschaft könnt ihr behalten, habt ihr nichts anderes? Da kommen noch drei andere daher. Die haben aber auch nichts Besseres. Die bringen sowas Merkwürdiges wie Gold, Weihrauch und Myrrhe, wird ja auch keiner satt von. Nichts. Weder der Esel wird zu einer schmackhaften Salami, noch der Ochs zu einer vernünftigen Brühe verarbeitet. Auch das geschieht nicht, zumindest im Evangelium steht davon nichts. So, und dann vergleichen Sie diese Beobachtung von Weihnachten mit dem, was wir jetzt möglicherweise an ein paar Kilos mehr auf den Hüften haben und wo wir uns jetzt, Aldi hat das ja direkt im Angebot, ab morgen gibt es die Sportgeräte, sodass wir wieder in die gesundheitliche Balance kommen. Verstehen Sie mich richtig. Ich möchte niemandem die Festtage vergällen. Ich bin auch sehr dafür, dass man die feiert, auch mit Essen und Trinken. Aber wenn sich die Weihnachtsfeier darin erschöpft, im Essen und Trinken, wir haben einen Riesenstress mit Geschenken und Essen vorbereiten, dann kommt endlich der Heilige Abend und wenn es gut geht, gehen wir sogar in die Kirche und am Weihnachtstag selber oder am zweiten Weihnachtstag reden wir gar nicht mehr von Weihnachten. Vielleicht ist es Ihnen ähnlich ergangen, ich bin in einigen Geschäften gewesen, wenn ich dann am dritten Weihnachtstag frohe Weihnachten wünschen, gucke mich vollkommen entgeistert an, als käme ich von einem anderen Stern. Ja, wie, Weihnachten ist ja lange rum. Und so ist die Realität auch hier. Wir feiern es ja hier in der Kirche als Oktav, wie es die Kirche vorsieht, aber es war der normale Besuch eines Werktagsgottesdienstes die Woche über. Niemand besonders mehr. Muss man sich nichts vormachen.
Also mir geht es nicht darum, über die böse Gesellschaft zu reden, über die wir permanent sprechen und im Munde führen, das ist alles so schrecklich und wie wird das kommende Jahr jetzt werden und diese gesellschaftlichen Entwicklungen. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind mittendrin, auch als Kirche. Denn es ist ja nicht so, als wären die, die zu uns nicht kommen, woanders gegangen. Woanders sind die Kirchen ja meistens zu in dieser Woche. Priester auf Urlaub, Kirchen geschlossen. So viel zur Weihnachtsfeier, so viel dazu, wie sehr sich die Kirche selber ernst nimmt in ihrer Weihnachtsfeier. Und man darf an Weihnachten gerne gut essen. Aber man muss das andere auch tun. Meine Großeltern haben immer schon gesagt, wer abends säuft, muss auch morgens aufstehen können. Das war die alte katholische Regel, liebe Schwestern und Brüder. Heute saufen wir nur noch. Und wir müssen vielleicht nicht unbedingt morgens früh aufstehen. Aber wenn sich die Weihnachtsfeier in den Äußerlichkeiten erschöpft, wie zeigt sich unser Glaube? Und darin liegt das Nächste. Wenn wir an der Krippe fragen, vom Evangelium her, was ist denn die Aufgabe der Christen? Wir flüchten uns heute in Aufgaben, weil wir die Antwort nicht mehr wissen. Wir flüchten uns in ganz viele Fragestellungen. Und man hat den Eindruck, unsere Bischöfe sind Regierungsbeamte einer Sinnstiftungsorganisation und der Papst spricht manchmal wie der Hausprälat vom UNO-Generalsekretär. Was ist die Aufgabe der Christen? Es ist gut, wenn wir am 8. Weihnachtstag Maria als das leuchtende Vorbild haben. Sie bringt das Wort Gottes zur Welt. Das feiern wir jetzt am 8. Tag oder schon 8 Tage lang. Und dann tut sie was? Unsere Einheitsübersetzung ist ein bisschen schwach an dieser Stelle. Sie denkt darüber nach. Im Nachdenken kann man über vieles. Sie bewegt es in ihrem Herzen. Das heißt, sie lässt es noch einmal Gestalt werden. Und ist das nicht unsere Aufgabe, die dringlichste Aufgabe, die wir haben? Weil sonst alles aufgesetzt und oberflächlich wird. Sonst hängt alles irgendwie in der Luft. Wir können noch so gute Menschen sein. Und ich sage es noch einmal, seien Sie getrost, es gibt bessere als uns. Und manchmal sind Sie noch nicht einmal Christen. Es gibt bessere als uns. Alles hängt in der Luft. Wenn wir das nicht zuerst tun, wenn wir die Weihnachtsbotschaft nicht an uns heranlassen, wenn sie uns nicht mehr bewegt, wenn wir sie abhaken, das nächste bitte, kommt ja eh ein nächstes Fest, fangen wir wieder was anderes. Das ist nicht christlich. Wenn das, was wir an Weihnachten feiern, die Botschaft, die die Hirten von den Engeln haben, das, was in Bethlehem geschieht, das, was Maria hört, was sie erlebt, wenn wir das nicht genauso im Herzen bewegen, wenn es uns nicht so packt und ergreift, wie sie ergriffen war, ist alles umsonst. Aber das genau, liebe Schwestern und Brüder, ist unsere Chance, die große Chance. Dass dieses Wort von Gott nicht vergeblich in diese Welt ergeht, nicht vergeblich gesprochen ist in diese Welt hinein, an dich, an mich, dass es unser Herz erreichen kann und dass es uns bewegt und dass wir dann in all den Schwierigkeiten, die uns möglicherweise bevorstehen, in all dem, was unberechenbar ist, in all dem, was uns an Schönem geschehen kann, dass wir es einordnen lernen in dieses Geschehen, dass wir jetzt schon 8 Tage feiern. Das heißt, das Wort bringt Frucht. Jesus wird gar nicht müde, davon zu sprechen. Und der Prophet Jesaja ruft es uns zu, das Wort, das ich aussende, kommt nicht zu mir zurück, bevor es nicht das vollbracht hat, was es tun soll. Aber dazu braucht es Menschen. Menschen, die bereit sind, dieses Wort aufzunehmen. Dieses Wort zu beherbergen und es in ihrem Herzen zu bewegen, um dann mutig die weiteren Schritte zu gehen, genau in dieser Reihenfolge. Dass sich nun jetzt der Kalender geändert hat, ist ein bisschen märchenhaft. Okay, schreiben wir 2017 drüber. Es ist immer die Zeit Gottes. Es ist immer so, dass jeder Tag neu beginnt und eine neue Chance ist, dass wir dieses Wort hören, es wie Maria aufnehmen und im Herzen bewegen und bewahren und dass es so zur Welt kommt und Gestalt annimmt.